Und da ist er auch schon wieder, der gute Maddi. Und ja, hallo, hier ist wieder euer Maddi und zwar mit einem weiteren ganz gemütlichen Livestreaming-Abend. Und zwar mit mir, dem Maddi und den ganz gemütlichen Spielchen Echo. Was, Alt, Links, Klick? Master Wars? Ist es wirklich das dafür, dass man unendlich quasi da reinbuddeln kann? Das wäre natürlich smart. Probiere ich gleich aus. Kleiner Moment. Wir nehmen uns einfach mal hier die Samen. Also das wäre echt ein Top, eine Top-Information. Da würde ich mich schon mal vorfeld schon mal für bedanken. So, 68. Stimmen auch gleich mal welche her. Alt links klick. Und ich klicke hier immer fünfmal. Danke, danke. Ah, ich habe teilweise immer 300 Mal geklickt. Also den Trick kannte ich nicht. Vielen lieben Dank dafür. Vielen lieben Dank dafür. Ich spiele auf einem eigenen Server. Es haben vorher noch zwei Freunde mitgespielt, der Basti und der Stichi. Mit denen habe ich auch schon mehrere Live-Let's Plays gemacht. Die haben auch die ersten Folgen sehr fleißig hier mitgebaut. Und kann ich auch mal kurz die Gebäude von den beiden zeigen. Ja, aber die haben sich quasi von dem Spiel jetzt so mal ein kleines bisschen verabschiedet, aus unterschiedlichsten Gründen. Der eine hat sich dann quasi doch wieder ein bisschen mehr in Diablo verliebt und der andere macht quasi nebenbei noch eine kleine Schule. Der hat es jetzt an der Stelle, sag mal, ein bisschen an der Zeit gemangelt. Im Endeffekt, das hier ist ein bisschen mein kleines Häuschen. Das hier hinten ist unsere gemeinsame Fabrik. Hier hinten hat der Stichi sich ein bisschen verlustriert und hat sich hier zwei kleine Hochhäuser hingesetzt. Also die beiden haben auch schon ziemlich lange auch hier mitgespielt. Und ja, beide sehr schick. Und der Basti hat sich eine kleine Strandhütte gebaut. Nee, auf alle Fälle vielen lieben Dank für den Tipp. Also das ist ja, wie gesagt, ich habe teilweise wirklich 300 Mal geklickt, geklickt, geklickt. Also ich habe schon geguckt, ob es eventuell irgendeine Statistik gibt. Wie oft hat man mit in diesem Spiel schon die linke Maustaste irgendwo verwendet? Also geschätzt ein paar tausend Mal. Ja, einmal Echo durchgespielt, zack, neue Maus. Aber nee, deswegen vielen lieben Dank für den Tipp. So, kann ich euch eigentlich ernten? Nee. So, aber wie ihr sehen könnt, wir sind jetzt ja auch im Zeitalter der Moderne angekommen. Wir haben halt, das ist unsere Fabrik. Im Endeffekt, das ist so die erste Stufe. Hier haben wir jetzt gleich die zweite Stufe. Ah, herrlich. Ich bin gerade so happy, dass du mir den Trick da gezeigt hast. Hübscher Maus, ja, danke. Danke, danke. Ja, haben sie ein kleines bisschen Mühe haben wir uns gegeben. Auch wenn es manchmal ein bisschen chaotisch aussieht, weil ein bisschen Platzmangel. Also gerade jetzt hier in unserer neuen Fabrik. Die Gerätschaften sind leider so groß mittlerweile geworden. Da hat man gedacht, ach naja, so ein schönes drei- oder vierstöckiges Gebäude reicht vollkommen aus, war happy, alles schön gebaut. Baut sich diese Fertigungsmaschine hier oder diese Stampress. Ja, auf einmal ist das so ein Bordsvieh. Und deswegen muss man mittlerweile echt riesengroße Gebäude hier irgendwo bauen. Braucht Unmengen an Ressourcen. Das ist der helle Wahnsinn. So, das Level 3 Upgrade. Was brauchst du jetzt hier eigentlich noch? Du bräuchtest jetzt nochmal ein Modern Upgrade 2. Und. Ah, ein Dreihaus schon noch fertig. Das ist gut. Dann würde ich mal sagen, das hau ich mal gleich hier noch mit rein. So, jetzt teste ich das nochmal. Was war das alte Dienstklick? Oh, das macht so entspannter. So viel entspannter. Also ich stand ja teilweise 5 Minuten wirklich und hab geklickt, geklickt, geklickt. Ich war so gerade am Durchscappen, wer noch alles Echo streamt. Also dadurch, dass du den Trick kennst, würde ich davon ausgehen, ihr habt auch Echo gespielt. Habt ihr Musclewoss, habt ihr das quasi privat einfach selber gehostet oder habt euch auch einen Server gemietet mit mehreren Leuten irgendwo zusammen? Ich habe ja gesehen, es gibt ja auch teils auch Regierungen und Gesetze und solche Geschichten, wo man richtig Roleplay-mäßig alles komplett mit Städten irgendwo vollbauen kann. Also da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Das haben wir natürlich jetzt hier an der Stelle nicht. Wir haben einfach nur versucht, sag mal, ja, den Content, den es an der Stelle gibt, an der Stelle erstmal, also was Craften angeht, durchzuziehen, was ja auch schon sehr, sehr langwierig ist. Also ich will nicht wissen, wie oft ihr irgendwo an der Stelle auch schon gedacht habt, oh, jetzt brauchen wir nochmal 500 Holz, jetzt nochmal 500 Steine, jetzt nochmal Kupfer und jetzt nochmal Erz und jetzt nochmal das. Aber es ist dann ein Erfolgserlebnis, wenn man es dann an der Stelle irgendwo auch geschafft hat. Herrlich. Ach, solche kleinen Tricks, ich liebe es. Also wie gesagt, Master Wood, damit hast du mich heute zu einem sehr glücklichen Menschen gemacht. Wir basteln das Spiel gerade, um ein Wirtschaftssystem zu kreieren.
Okay. Wie darf ich das mir darunter vorstellen? Also quasi ihr selber, also quasi jeder baut so ein bisschen für sich mit der großen Stadt, wo er dann sagt, okay, jetzt mal, ich sag, wir leben ja aktuell in der Realität in einem schönen Kapitalismus irgendwo drinne und dass man irgendwo sagt, okay, ihr würdet vielleicht eher so in Richtung sagen, spaßeshalber, Ökologie wird gefördert, alles, was, sagen wir, schlecht ist, wird sehr, sehr teuer an der Stelle auch gemacht oder zum Beispiel Pflanzenbau wird ein bisschen subventioniert in solche Geschichten oder sowas, also wirklich rein in die Ökologie irgendwo rein oder habt ihr euch ein anderes schönes System irgendwo überlegt? Das würde mich mal interessieren. So, was haben wir jetzt hier noch? Wir haben noch ein bisschen Salat, da kann ich noch ein bisschen was futtern. Sehr schön. Das Stufe 4 Upgrade da oben läuft. Könnte ich mir da eigentlich jetzt noch eins leisten? Ne, da brauche ich noch ein kleines bisschen davon. Okay. Da brauche ich nochmal 4 Stück davon. 1, 2, 3, 4. Blum. Nee, wir verändern die Rezepte und vor allem das Essen. Okay, also macht ihr quasi selber eine eigenständige Mod dazu. Ja, ist ja auch cool. Wir verändern die Rezepte. Und in welche Richtung macht das ein bisschen einfacher oder macht das an manchen Stellen ein bisschen schwerer? Wo er sagt, okay, die Rezepte, die jetzt hier drin sind, sind für euch Pillepalle. Kann man dich im Voice irgendwie belästigen? Dann muss ich nicht alles schreiben. Wäre machbar. Kleiner Augenblick. Wäre machbar. So, wo ist jetzt hier mein Discord? Hier. Kleiner Augenblick. Kopiert. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier, so wie ich mir das vorstelle. Wupp. Ich habe dir einfach mal mein Discord geschickt. So. Eine andere Möglichkeit über Twitch weiß ich jetzt leider nicht. Bin ich ehrlich, dafür bin ich noch ein bisschen zu neu bei Twitch. So, wie. Was machen wir jetzt hier? Gut, das Stufe 4 Upgrade läuft gerade durch. Danach haben wir das Composite. Und hier müsste doch hoffentlich auch irgendwann mal das noch durchlaufen. Ah, okay, da braucht man eine Stufe 2. Okay. Habe ich noch irgendwo eine Stufe 2 Upgrade drin? Ne, hier nicht mehr. Hier ist noch eine Stufe 2. Dann nehmen wir das immer lieben gerne. So, Stufe 2. Gleich noch einschubsen. Dann kriegt er gleich noch eine Stufe 3 daraus. So, Freunde. Ausstehend. Wolle. Shit. Leute einladen. Wolle. Einen wunderschönen guten Abend. Achso, in den Chat. Achso. Wenn es dir lieber ist, können wir auch da reingehen. Mir wurscht. Alles klärchen. Erstmal Hallöchen, ich bin der Madi. Ich bin der Wolle. Der Wolle, der Wolle. Ja, cool. Ich habe auch lang überlegt, wie das mit dem Linksklick und Alt funktioniert. Ich habe es dann durch einen dummen Zufall gesehen, dass ich ein Rezept angeworfen habe. Ja. Und
nicht genug Arbeitskraft hatte, um das Rezept vollständig zu machen, habe mich umgedreht, habe wieder auf das Ding hingeguckt und dann stand da sowas wie Alt- und Linksklick oder Steuerung und Linksklick. Oh, also wie gesagt, damit hast du mich heute zu einem sehr, sehr glücklichen Menschen gemacht. Ich habe in dem Spiel schon, was weiß ich nicht, wie viele tausend Linksklicks gemacht, um irgendwelche Rezepte da irgendwo zu machen. Aber das ist natürlich so natürlich deutlich entspannter. Einfacher. Definitiv, definitiv. Und was macht ihr da? Ich hab da gesagt, irgendwas in Richtung Mod mit irgendwie Rezepte verändern oder auch ein bisschen Essen verändern. Würde ich mir... Wir haben jetzt schon mehrere Server bespielt und wir sind immer wieder auf dasselbe Problem gestoßen, und zwar, dass wir im Endgame essen alle nur noch dasselbe. Irgendwelche Tomaten, die man von der Erde holt oder irgendwas, weil sie nicht mehr auf ihre schönen Housing-Punkte achten oder auf ihre Multiplier-Punkte achten. Mhm. Und um das zu umgehen, haben wir jetzt gesagt, die Tomate gibt vom Boden weg nur noch 5 Kalorien. Achso, also quasi erst wenn sie verarbeitet wird in so eine Baked Tomato zum Beispiel, dann halt den normalen Wert. Hm? Nee, auch nicht ganz, weil das ist immer noch kein vernünftiges Essen. Dann essen alle Baked Tomato. Ah, okay. 750 ist immer noch ein schöner Wert. Gebacken hat sie dann noch 100. Hm? Dann haben wir uns die Campfire-Rezepte alle durchgenommen. Alles, wofür du am Campfire kochst. Also was dann Salate am Campfire sind und so gemischte Sachen, haben dann 250 Kalorien. Mhm. Und je höher du mit der Stufe gehst, haben sie dann fast wieder die Normalwerte. Teilweise gehen sie auch drüber. Weil wir gesagt haben, für Rezepte, wo du 3 vorgekochte Sachen brauchst, ja, und tralala, dann nur 900 Kalorien, habe ich nicht verstanden von dem Spiel. Mhm. Na, vor allem, ich hab's ja gerade mal offen, wenn man es irgendwo sieht, zum Beispiel so ein Föhren-Campfire-Salad, ein bisschen Salat, ich sag mal im Endeffekt ein Farn, eine Heidelbeere und irgendein Vegetable-Tag. Und das hat er meistens auch schon, was hat das zum Beispiel, 900 Kalorien bringt er. Ja, genau. Ja. Ein bisschen übertrieben. Isst du 4 Stück von, bist du voll und kannst wieder voll arbeiten. Genau, genau. Und kann dann, wie ich, ich sag mal, nochmal 300 Mal klicken und irgendeinen Auftrag dann irgendwo auch machen. Und wenn du das Ganze jetzt Longtime-Server spielen möchtest mit einem funktionierenden Wirtschaftssystem. Also das funktionierende Wirtschaftssystem baut auf der Basis darauf auf, dass du sagst, jeder hat einen Job. Mhm. Also zum Beispiel die Carpenter-Geschichte, dann macht der nur diesen Baum. Mhm. Und darf sich aber allerdings einen Sammelberuf dazu nehmen. Also Sammelberufe wäre dann quasi Hunting, Farming, Hunting, Gathering, Logging, Mining. Mhm. Na, gerade Mining ist ja nicht verkehrt, weil da braucht man auch mal regelmäßig sehr viel von. Ja. Und du frisst dich natürlich arm, wenn du keine Proficiencies da drin hast. Oder allgemein nur die Tomate vom Boden weg 5 Kalorien gibt. Ja. Und 20 brauchst, um einmal irgendwo hinzuhauen. Mhm. Dann hast du mal leicht 400 Tomaten im Gepäck. Ach nee, kannst ja nicht tragen so viel. Ja, oder man muss aber wirklich noch die Schubkarre mitnehmen und da 2 Stacks immer vollballern mit irgendwelchen Tomaten. Also das macht dann auch keinen Sinn. Wie habt ihr das dann irgendwann still gelöst? Ich sag mal, ist es dann quasi so kooperativ, gemeinschaftlich? Einer konzentriert sich auf das zum Beispiel, aber stellt das quasi auch allen anderen an der Stelle kostenfrei zur Verfügung? Oder macht ihr das Ganze auch mit diesem Geld? Weil ich hatte gesehen, es gibt auch eine Münzprägemaschine. Darüber kannst du natürlich deine eigene Währung kreieren. Mhm. Es gibt aber auch die diversen Mods, die das von Haus aus freigeben, dass du nur noch mit einer Währung spielst. Nicht nur mit dieser privaten Infinity-Währung. Mhm. Wir haben das jetzt so vor, dass wir dann sagen, wir bauen uns am Anfang ein kleines Gouverneursgebäude, also so ein kleines Government-Gebäude, wo alles drinsteht. Was wir brauchen, weil du brauchst ja auch einen Haufen Gesetze dazu, weil wo viele unterschiedliche Charaktere spielen, musst du das ja irgendwie so ein bisschen regeln zumindest. Wie läuft denn das eigentlich ab mit diesen Gesetzen? Ich sag mal, wir haben jetzt zu dritt so einen Server gestartet und haben erstmal gesagt, okay, das mit der Regierung, Gesetzen, das ist jetzt bei uns jetzt auch wirklich so ein kleines Nebenthema oder eigentlich gar kein Thema gewesen, das sage ich auch ganz offen ehrlich, weil wir einfach gesagt haben, okay, wir wollen halt kooperativ, gemeinschaftlich an der Stelle machen und im Endeffekt jeder,
Jeder kümmert sich auch so um ein paar kleine Teilbereiche. Ich habe mich am Anfang halt mehr so um das Minenzeug gekümmert, um den Baum ein bisschen gekümmert und zum Beispiel der Stichi war halt so unser Koch gewesen. Dann der Basti hat so Landwirtschaft alles ein bisschen geregelt und da so versucht, alle ein bisschen einzuteilen. Ansonsten, die Regierung Gesetze haben wir halt wirklich nicht. Was für Möglichkeiten gibt es da eigentlich, ich sag mal, für die Gesetze? kannst alles mit diesen Gesetzen regeln. Also du kannst von Haus aus hergehen und sagen, ein neuer Spieler, der auf meinen Server kommt, der darf erstmal nichts außer rumlaufen. Der darf nichts aufheben, der darf nichts bauen, der darf nichts claimen, der darf gar nichts. Okay. Bis er in dem Willkommensfenster gesagt hat, jawohl, ich habe die Regeln gelesen und jawohl, ich melde mich mal im Discord bei dir. Okay. Oder er schreibt den Admin selber an und kriegt dann einen Titel verliehen, der eben Sachen erlaubt. Okay, und wie habt ihr das geregelt? Also quasi erstmal so Anwärter, Bürger und dann quasi so ein paar Regierungsebenen mäßig oder? Wir haben das regierungsebenenmäßig gemacht. Wir haben gesagt, die Admins sind Präsidenten, die haben die Macht über die Welt quasi. Haben das dann untergruppiert und haben dann gesagt, was ist denn, wenn jetzt eine kleine Gruppe Spieler kommt und sagt, sie wollen nicht bei uns auf der riesen Scheißwelt, weil du kannst die ja riesig groß gestalten und unsere hat jetzt 12 Quadratkilometer. Okay. Die Und Funktion habe ich leider bei G-Portal leider nicht gefunden. Irgendwo habe ich das mit das. der Vergrößerung, Ja, mit der Vergrößerung. das geht auch nur zu 100%, wenn du sie vorab schon beim Erstellen groß machst. Ah, okay. Weil im Nachhinein vergrößern funktioniert nur bedingt und funktioniert zu 100% nicht, wenn schon Gebäude stehen. Okay. Dann stürzt dein Server immer ab. Ja, wir haben ja dann gesagt, okay, die Standardgröße, wenn man zu dritt auf der ganzen Welt irgendwo ist, reicht dann auch erstmal ein Weilchen, weil wenn ich überlege, ich habe offscreen, ich habe noch nicht mal alles gestreamt, auch offscreen bestimmt 4 Stunden lang nach Gold gesucht und wenn nicht sogar noch länger. Mich teilweise. Je weiter du suchen musst, suchst du dich auch im Netz nach Tipps dumm und dämlich. Ja, ich habe es dann irgendwie so gemacht, okay, ich habe da irgendwo mal den Tipp gelesen mit Schiefer und habe dann und Regenwald und habe dann quasi die 2 Tipps versucht zu vereinbaren und bin dann auf wirklich 70 Ebenen nach unten im Regenwald bei Schiefer und habe dann irgendwo ganz unten habe ich dann eine Goldader gefunden. Du bist gerade auf der Karte. Schalt dir mal die Biome an. Ja. Welt, Umweltdaten, Biome. Es ist die Steppe und es ist das Eisbiom. Also das und das. Das Eis und die Tundra. Genau, Eis und Tundra heißt sie. Genau. Und da, wo die zwei sich überlappen, also wenn du das jetzt hin und her switcht, so ein bisschen, da findest du immer zusammen Kupfer und Gold. Okay. Da links zum Beispiel, da überlappen sie sich, da wo der eine kleine Zipfel der Punkt ist. Ja. Genau, da müsste ein Vorkommen sein, da ist garantiert Kupfer und Gold. Genau. Also Kupfer habe ich hier jede Menge. Also wirklich jede Menge. Also hier ist eine riesengroße Kupferader und vor allem ich habe auch noch einen Weg gebaut. Ich kann dir mal kurz zeigen. Herzlich willkommen in meiner Eisenmine hier unten. Also wird hier ein kleiner Weg. Im Endeffekt, ich spiele ja jetzt auch schon ein ganzes Weilchen und diese, ich glaube, so ähnliche Gebildnisse habt ihr ja auch. Also riesengroße Höhlen mittlerweile, wo man irgendwas rausgeholt hat. Und ich bin dann quasi. Jude? Die hast du immer, vor allem Eisen. Das Loch von Eisen, das ist gigantisch groß. Ja, definitiv. Und da mal eine Frage. Ich stehe jetzt kurz vor der Entscheidung, eventuell mal zu sagen, ich baue mir. Ah, ne, das falsche Loch gewählt hier. Und zwar vor der Entscheidung, Kranbagger oder diese Raupe an der Stelle zu machen. Was kann man da an der Stelle da irgendwo auch empfehlen? Von der Einfachheit her und von der Handhabung her, also der Kran ist ein Bauobjekt. Damit baust du Sachen. Okay. Sehr hoch, sehr weit, sehr lang. Der hat quasi ein separates Inventar, der nimmt sich Sachen aus einem Stockpile, gibt
du ihm zuweist, dann hat er die am Kranhaken und dann musst du die quasi wie so ein Kranbewegung von links nach rechts platzieren oder du machst es halt über. Der hat auch so und so, wie so dein Bauhammer, kann der umstellen auf Flächen oder Linien. Okay. Hat der das entweder in Linien oder blockweise oder halt dann ganze Flächen. Ah, also könnte man sich da quasi auch mal spaßeshalber 100 oder 200 Beton irgendwie reinnehmen und dann darüber zum Beispiel ein Dach von einem riesengroßen Gebäude oder so bauen. Genau. Ah. Das ist der Kran. Der Bagger ist für riesige Erdaushebungen gedacht oder gemacht. Der braucht aber nach oben hin mindestens 8 Felder Platz, damit der vernünftig arbeiten kann. Also für Untertage ganz schlecht. Für Untertage ganz schlecht, okay, schade. Untertage ganz schlecht. Die Raupe ist die beste Lösung. Die passt in die kleinsten Löcher, also 3x3, passt der wunderbar rein. Hm? Der sammelt automatisch alles auf. Wenn du dir dahinter einen LKW stellst, kannst du damit endlos immer geradeaus fahren. Okay. Wie läuft das dann ab? Also macht er nur Erde oder macht er zum Beispiel auch Stein? Der macht Stein, Erz, Lehm, Erde, der macht alles da rein. Das ist krass. Es gibt auch die Mods für die kleine Raupe in Steam-Variante. Die sammelt dann halt keine Steine und keine Erze. Also die ist nur so für Landverschönerungsarbeiten oder zum Bodenplanieren oder sowas gedacht. Mhm. Da ist die super. Ja genau, da hatte ich die gesehen, das ist dann quasi wirklich hier zum Pflügen zum Beispiel, also wenn man jetzt mal hier sagt, okay, man will jetzt hier mal irgendwas pflanzen, blub, ja, dann Bäumchen irgendwie reinnehmen, dass man das auf eine schnelle Art und Weise machen kann, falls man jetzt keinen Pflug zum Beispiel hat, oder halt zum Ernten, ja, diese Geschichten hatte ich ja gesehen. Aber ich bin ehrlich, habe ich noch nicht gebaut, weil ich habe dann quasi wirklich nur aus Langeweile hier haufenweise Sachen gepflanzt, um ein bisschen Zeit zu überbrücken, weil gerade für die vierte Ebene, wo es ja anfing mit der Ölförderung. Ja, wenn man da noch nicht die Stufe 4 Upgrades drin hat, wartet man sich da auch dumm und dusselig. Und gerade die ersten Upgrades, die brauchen unendlich lange. Hier, mit der wunderschönen Ölförderung hier. Mit der wunderschönen Ölförderung. Ja, und du haust da oben auch schon ganz schön viel Dreck raus. Das sieht man an deiner Umgebung. Woran kannst du das sehen? Also, dass die zum Beispiel, die sind nicht mehr so richtig grün, wie sie mal waren. Ja. Die haben schon so einen leichten Grautouch. Ja, das stimmt. Ja, da die Pflanze zum Beispiel, diesen Marsch, die kleine Blume da am Boden, die war schon hin. Richtig, rechts neben dem Busch da das Weizen ist hin. Keiner gesehen. Ja, die gehen langsam hops. Ja, so langsam. Aber ich habe schon extra darauf geachtet, sag mal, relativ am Anfang die Wasserversorgung, sag mal, so zu setzen, dass auch gleich ein Filter mit dabei ist. Das ist natürlich sehr lobenswert, aber deswegen hast du trotzdem noch die Luftverschmutzung, ne? Da kommst du auch nicht gegen an. Das ist so, glaube ich, ein notwendiges Übel, da kann man ja, glaube ich, keinen Filter oder so mehr drüber setzen, oder? Ja, da gibt's dann eine Umweltsteuer dafür. Achso, okay. Ja, weil man, die ist zeitlich getriggert sogar. Also je länger das die Maschine läuft, alle 30 Sekunden kannst du dann Wert einstellen, wie viel du bezahlen willst. Dafür. Also im Endeffekt das, also was in Deutschland jetzt bald kommt oder jetzt gerade gekommen ist mit der CO2-Steuer, so sinngemäß. Genau. wir haben den Zukunftsplan von Deutschland quasi schon in ein Gesetz geschrieben. Ist schon durch. Ja, und ist die Erfahrung, klappt's oder klappt's nicht? Wird ein bisschen drauf geachtet, nicht so zu verschmutzen, oder sagt er, notwendiges Übel, müssen wir halt blechen? Richtig, du musst, also du kommst nicht drum rum. Was wir gesehen haben, ist, die Leute fahren unnötige Strecken nicht mehr mit dem Auto. Die schnappen sich wieder einen Bollerwagen. Okay. Na gut, ich sag mal, wenn man hat bestimmt schon fast überall Asphalt oder mindestens Steinstraßen auf den relevantesten Wegen, da kann man ja auch relativ schnell auch drüber laufen. Also selbst mit dem Bollerwagen. Aber wie gesagt, aktuell testen wir das Ganze ja nur, so für uns 4-5 und irgendwann werden wir das auch mal online schalten. Weil ich möchte das Prinzip definitiv mit mehr Leuten spielen. Weil die Mühe, die sich unser Scripter da gegeben hat, die muss man auch mal der Community zur Verfügung stellen.
Das stimmt. Wenn du sagst, Community zur Verfügung stellen, streamt ihr auch? tun wir. Tut ihr. Aber in einem Livestream Werbung machen für einen anderen mache ich nicht. Okay. Ich würde es dir aber anbieten. Kannst du gerne mal deinen Kanal sagen. Ist nicht mein Kanal, das wäre goli.tv, der das immer wieder mal streamt. Aktuell, glaube ich, streamt der Orcs Must Die 3, weil der muss immer wieder ein bisschen abreagieren. Ich habe nur noch Zahlen gesehen und deswegen spielt er jetzt Orcs Must Die 3. Ja, das ist zum Beispiel ein Spiel, das will ich demnächst auch mal live testen. Orcs Must Die. Deswegen, sag mal, ich mache jetzt ich sag's mal so, ich habe jetzt erst letztes Jahr, Ende Oktober, mit YouTube angefangen, erst mit Let's Play. Bin dann quasi auch in Richtung immer mehr bei YouTube jetzt lange Zeit live gewesen, jetzt seit ungefähr einer Woche, 2 Wochen bei Twitch jetzt quasi live. Ja, weil ich würde es einfach mal austesten. Es gibt ja verschiedene Live-Plattformen. Die Mittel und Wege hier bei Twitch finde ich eigentlich ganz angenehm und auch das Art der Weise live zu gehen, finde ich auch hier bei Twitch schöner als bei YouTube. Ja, und ich mache auch keine, ich mache, bin ja ehrlich, ich mache auch keine Let's Plays mehr, sondern ich mache quasi wirklich live. Weil mir auch die Interaktion auch mit der Community auch viel mehr Spaß macht. Wie gesagt, bei YouTube so eine Geschichte ist mir zum Beispiel jetzt auch noch nicht passiert, dass einfach mal sagt, ey, komm, gib mir bitte mal dein Discord und wir schnackeln jetzt einfach mal. Finde ich gerade richtig cool. Wie gesagt, wir machen jetzt gerade Pause. Ich habe die Gesetze alle durchgeschrieben, mal wieder, und habe wieder ein bisschen was umgestellt. Weil es halt doch immer wieder eine kleine Lücke gibt. So wie im wahren Leben auch, weil die Gesetzeslücken, die Spieler finden die. Das ist wohl. Auf Biegen und Brechen ausgenutzt. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich gehe jetzt mal offline und guck mal, wer eigentlich alles noch so streamt. Schauen wir mal durch. Nee, cool. Und wie gesagt, du bist ja jetzt bei mir im Discord. Wenn ihr mal möchtet, ich würde mal so einen Testabend, würde ich, wenn ihr sagt, okay, ihr seid soweit und es passt soweit irgendwo, würde ich auch gerne mal auf euren Server kommen. Einfach mal so einen Testabend. Wenn es okay wäre. Garantiert einrichten. Das ist nicht das Problem, weil wir brauchen ja sowieso irgendwann mal einen Tester. Und Feedback ist nie schlecht. Das stimmt. Wie gesagt, wir sind 3, 4, 5 Leute und natürlich haben wir das gemacht und deswegen haben wir das schon für uns als gut befunden. Aber du weißt ja nie, wie die Externen das dann sehen. Und deswegen. Ja, und vor allem, da kann ich mir auch mal so einen Aspekt, wie gesagt, auch mal von Echo an der Stelle auch mal ansehen, ich sag mal, den ich bisher auch quasi noch gar nicht so betrachtet hatte. Deswegen wäre es für mich auch mal sehr interessant. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Aber wie gesagt, wenn du dir das irgendwann mal zur Gemüte führen willst mit diesen Gesetzen, dann nimm dir 5 Tage Zeit, weil die wirst du brauchen, bis du das alles verstanden hast und bis das. Was du, der Umfang, was du alles damit machen kannst, der war mir gar nicht klar am Anfang. Ich hab angefangen und wollte eigentlich nur was Kleines machen und habe gesagt, ich hätte gerne, weil du kannst ja Karten einzeichnen über deine Regierungssachen, wo du Distrikte hast und hin und her. Ich hätte gerne ein kleines Forstgebiet. Und in diesem Forstgebiet hätte ich gerne, dass der Holzanbau und Abbau gefördert wird. Mit Kleinigkeiten. Das sind zwar nur 5 Cent, die du kriegst, aber pro Baum, den du wieder hinpflanzt oder Ja. so Sachen. Aber das funktioniert. Seitdem geht es zumindest in das Holz nicht mehr aus. Okay. Weil Cool. du hast ja nur deinen einen Beruf, ne? Du Ja. bist quasi Carpenter und das Holz, was du herstellst, das wird dann in deinem Shop verkauft. In allen möglichen Formen, also quasi über das einfache Holz, über Stufe Genau. 2 bis Bauholz und vielleicht gegebenenfalls auch jetzt dieses ganz neue. Wie ist das? Composite Holz? Ja, Composite Lumber hier. Hat der Holz. Ja, da brauchst du quasi hier noch Kunststoff und Expositharz und allen möglichen Quark. Ist schon nicht gerade wenig, was man da benötigt. Ich werde aber gleich mal was ansetzen, weil ich brauche nämlich noch ein paar Stufe 4 Upgrades. Da braucht man auf alle Fälle noch ein bisschen bevor ich wieder klicke. Alte 4. Hast du, ich gebe dir noch einen Tipp, hast du da schon ein Modul drin in deiner Werkbank? Aktuell Stufe 1. Warte mal, dann mache ich es mal anders. Ich habe ja, ich stell gerade ich stell gerade mal eins in Stufe 4er her. Du hast ja eben da oben so schön durchgeklickt. Hast du schon mal darauf geachtet, ob die Zahl,
oder wann die Zahl da oben dir quasi einen, wie soll man das sagen, einmal eine Freiproduktion gibt. Ich würde schätzen, ungefähr ab 20% hatte ich es gemerkt, also ab Stufe 2 Upgrade. Also das eine hat nicht allzu viel was gebracht. Also ich kann sie in 10er Schritten, wenn du produzierst, immer in 10er Schritten, weil dann hast du quasi den, wie soll ich das sagen, da kriegst du das meiste geschenkt. Okay. Also wenn normalerweise müsstest du auch mit einem 1er Upgrade, wenn du oben 10 reinschreibst, müsstest du nur 9 von deinen Materialien brauchen. Warte mal, ich würde eigentlich das jetzt machen. Wupp. So, ich hatte nämlich noch eine Stufe 4er jetzt übrig. Das würde ich mich dann gleich hier mit reinnehmen. So. Beziehungsweise, hä? Du sparst ja nämlich Arbeitszeit, Arbeitskosten, also Nahrung. Du sparst Material. Und Materialkosten zu sparen ist vor allem für Composite sehr, sehr lohnenswert. Ja. Alles, was vielerlei Sachen braucht. Zum Beispiel die Umwelt verschmutzen, weil je weniger lang das mein Aggregat läuft, desto weniger Steuern muss ich bezahlen. Ja, vor allem, ich habe erst seit gestern Abend oder also heute Morgen kann ich auch Spezialisierungs-Upgrade und Stufe 4 Upgrades machen. Ich habe dann quasi auch erstmal ein Stufe 4er, mit dem bin ich quasi immer mal so sukzessive rumgerannt und habe dann quasi versucht, alles ein bisschen zu optimieren. Erstmal, wie gesagt, erstmal hier die Ölproduktion versucht zu optimieren und in den beiden sind jetzt quasi auch schon die Spezialisierungs-Upgrades drin. Und dann geht man quasi sukzessive hier ein bisschen weiter. So ein ganz kleines bisschen. Ja, also logisch, du fängst immer, also normal fängst du mit einem 1er-Upgrade an, schaust, dass du so schnell wie möglich das 2er kriegst. Genau. Du hast halt immer am Anfang nur begrenzt, ne? Materialien und Ressourcen, dann nimmst du natürlich immer nur eins. Dann steckst du das von Maschine zu Maschine und bastelt sich so durch. Genau, genau. Und vor allem, das fängt man mit jeder Stufe irgendwo ein Stück weit, ja. Das ist am Anfang mit der normalen Produktion, oh, da war man so happy, überall die Spezialisierung drin. Ja. Okay, dann auf einmal konnte man Zwiebel herstellen und einen möglichen anderen Quark herstellen. Auf einmal zack, 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 zack. Und jedes Mal ist man irgendwie gefühlt den ganzen Tag beschäftigt, um überhaupt erstmal die ganzen Upgrades irgendwie wieder hinzukriegen. Ja, was wir auch noch gemacht haben, ist, da wir ja wollen, dass die Leute nicht gleich fertig sind, wir haben den Skill-Multiplikator auf 1 genommen. Also du hast da unten dann neben deiner Nahrungsmittel hast du dann nicht 2063 stehen, so wie du. Sondern du kommst da, ich glaube, in einem guten Fall am Anfang auf 27. Und bist natürlich gezwungen, dir ein Gebäude zu holen, wo du da noch ein bisschen die paar Buffs dann noch quasi holen kannst. Genau, da sind wir schon beim nächsten Thema. Gebäude werden bei uns, also du kannst nichts claimen bei uns, kannst allerdings von uns Land kaufen. Ah, okay. Also die Stadt verkauft dir natürlich sehr gerne ein Grundstück, was du dann damit machst. Das überlasse ich jetzt dir, aber es gibt Regeln für ein Wohngebiet, es gibt Regeln für ein Industriegebiet. Von dem her. Okay. Sind die Regeln klargestellt. Was sind die Regeln für ein Wohngebiet? Also auch, wo man es bauen darf und wie man es bauen darf? Oder es gibt eigentlich nur eine Regel. Im Wohngebiet wird nur gewohnt. Okay. Also sprich, es wird nicht gebaut, nicht produziert, keine Umwelt verschmutzt und so weiter. Alles raus, weg ins Industriegebiet. Okay. Und deswegen hast du natürlich nicht das Wohngebiet als quasi Zentrum des ganzen Geschehens, sondern das Industriegebiet. Aber es entstehen da auch sehr schöne Industriegebäude. Sehr, sehr schöne. Ja, das glaube ich dir. Also ich muss sagen, ich war echt stolz gewesen auf unser kleines Gebäude hier. Wie gesagt, klar, mit dem Windmühlen hätte man noch vielleicht noch ein bisschen anders regeln können, aber zumindest vom Grundgebäude her, im Verein zum Schluss ist noch so viel mehr gekommen und naja, die Brennofen, die könnte man dann jedenfalls auch noch gemütlich in so ein extra Gebäude noch reinbasteln und. Also Baumöglichkeiten und vor allem diese, wie sagt man, der Kreativität ist quasi nur die eigene Fantasie, ja, oder die Grenze der Kreativität. Genau. Und darum wollten wir ja eben einen Server haben, wo die Leute sehr langsam vorankommen, damit sie schön bauen. Damit sie auf jeden Fall Zeit haben, um schön zu bauen. Weil dann ist
der Stress ist nicht so da und der Druck, oh, ich habe schon wieder einen Stern, was mache ich jetzt? Ja, ich hatte ja quasi, bevor ich hier mit meinem YouTube-Server hier quasi gestartet habe, noch einen kleinen Testserver, mit dem war ich auch schon mal live. Und da hatten wir quasi die kompletten Standardeinstellungen drin. Und da haben wir schon gesehen, da habe ich den Server quasi selber gehostet, der natürlich nicht 24/7 an war. Und da hat es natürlich sehr, sehr lange gedauert, ehe man da überhaupt den nächsten Stern bekommen hat. Also teilweise in-game Stunden später, was waren es dann gewesen, irgendwie 15 Stunden, 20 Stunden live, nur um da quasi den nächsten Stern an der Stelle zu kriegen. Das hat dann schon etwas länger gedauert, so müh. Ich glaube, der erste Stern, den hast du ja von Haus aus, den kriegst du ja quasi gestellt. Ja, genau, genau. Um den zweiten dann zu bekommen, brauchst du bei uns 8 Tage. Aber ich glaube, den werden wir von Haus aus, mit 2 Sternen starten, da haben wir auch schon rumdiskutiert. Ja. Du sagst, du möchtest gerne einen Job machen und einen Nebenjob, also einen Sammelberuf, und kannst das nicht, weil du 8 Tage darauf warten musst. Ich glaube, ja. Hat keiner Bock drauf. Nee. Da gebe ich dir recht. Wirklich keiner Bock drauf. Ja, ich sag mal so, wenn man wirklich so die ersten Punkte irgendwo hat, dann geht das irgendwo so ein Stück weit. Wie macht das dann quasi, wenn man auch zum Beispiel Holz, gibt es ja Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, und teilweise braucht man da ja auch andere Forschungsstationen, gegebenenfalls auch dafür. Und wie zum Beispiel Composite musste man jetzt zum Beispiel auch nochmal lernen. Habt ihr da jetzt irgendwo auch zum Beispiel auch gesagt, die Forschung, wenn das jemand machen möchte und er hat noch einen Stern übrig, kann sich das quasi beim Forschungsmeister oder Forschungspräsidenten quasi einkaufen, oder müsste er das sich selber auch ercraften? Nee, du kannst dir bei uns dann quasi die Schriftrollen kaufen für deine Berufe. Ah, okay. Natürlich auch wieder gegen Geld. Natürlich. Geld muss erwirtschaftet werden. Geld muss natürlich immer schön erwirtschaftet werden. Dann hast du natürlich das Problem, du kriegst einen Willkommensgruß quasi oder ein Willkommensgeld, eine Einbürgerungsprämie dafür, dass du mitspielst bei uns von 1500 Euro. Okay. So, dann kostet dich so eine Landparzelle für ein Haus. Ich glaube, wir haben heiß hin und her diskutiert und haben uns jetzt irgendwo so an die 800 Euro geeinigt. Okay. 800 Euro. Okay. Und dann hast du noch natürlich, da hast du immer noch nichts, wo drin du arbeiten kannst. Ne? Dann sind wir schon bei dem Punkt, dass wir da gesagt haben, da hätte ich aber schon gern für einen Platz im Industriegebiet, natürlich von vorgeschriebener Größe, damit man damit ein bisschen was anfangen kann, hätte ich gerne einen Tausender. Da hast du ja schon mal 300 Euro eigentlich zu wenig. Aber Platz ist ja auch begrenzt, ja. Also genau. Und du hast natürlich von Haus aus, ich sehe da gerade was, deine Tailings, wet und dry. Ja, die muss ich jetzt natürlich nochmal irgendwo ein bisschen, die sind schon unter Tage, aber noch nicht im Endlager. Genau. Das wird bei uns zum Beispiel mitbesteuert, wenn du etwas produzierst, wo das als Nebenprodukt rauskommst, zahlst du 50 Cent dafür. Okay. Du kannst dann allerdings zu mir kommen und sie mir verkaufen für 20 Cent. Und ich lager sie dann ein. Für dich. Dann haben wir ein Rezept geschrieben, wo du die zwei umarbeiten kannst. Okay. Das ist vom Admin eigentlich immer mit 40.000 irgendwo in der Werkbank im Endlager quasi drin. Dann bekommst du pro Kalorie 1 Cent, die du da wieder reinbutterst. Damit das wieder umverarbeitet werden kann, zurück zu etwas nicht Giftigem. Aber ich sag mal so, in der Normaleinstellung ohne Mods, also jetzt auch ohne Rezepte oder sonstiges, kann man mit dem Zeug eigentlich nichts machen, oder? Du kannst damit nichts mehr machen. Ja. Die werden eingelagert und dann liegen sie rum. Genau. Deswegen, ich hatte dann irgendwann mal auch angefangen, das Zeug wirklich unter Tage zu bringen. Nachdem auch unsere da vorne das Wasser schon rot geworden ist, da ich gesagt, wir müssen mal die Luke hier unten nutzen und ganz gemütlich da mal ein bisschen wegbringen und verstecken, genau. Also der beste Entsorgungspunkt wäre 25 Felder unter der Oberfläche. Ja, wir haben es hier unten einfach ein bisschen mit verbraten. Also hier unten in der Erzmine immer, wo ein bisschen Lücken waren, da haben wir da quasi da überall ein bisschen versucht, erstmal alles reingesteckt. Ja, genau, wo, wie man sieht, ein bisschen Platz ist hier ja noch. So, ein ganz kleines bisschen. Waren die da
die haben das bei uns so gehandhabt, die haben gesagt, wir wollen das wieder wegverarbeitet haben, weil wenn du mit mehr 5 oder 6 oder 10 Spielern auf dem Server spielst, du hast so viel Eisenbedarf, das Zeug stapelt sich überall. Da könntest du ganze Ozeane mit füllen. Wir machen irgendwas, damit das wieder wegkommt. Das Zeug. Habt ihr eigentlich dann bei euch bei den Kartenseed auch so ein bisschen darauf geachtet, dass ihr definitiv mehr als genug Eisen, Kohle und Gold an der Stelle auch habt? Oder, Wir haben jetzt noch nicht danach gesucht, weil die Karte sehr, sehr neu ist. Ich habe mich jetzt heute erst damit beschäftigt, dass ich, also auf dem Testserver haben wir das jetzt neu aufgesetzt und wir werden genau diesen Kartenseed nutzen. Ja, weil wir haben 3 Wüsten drin. Es sollten 6 Kupfer vorkommen und 4 Gold vorkommen da sein. Und mit 3 Wüsten solltest du auch mindestens 6 Eisenvorkommen haben. Okay. Ja, wir haben uns nämlich extra hier vorne quasi versucht hinzubauen. Also gespawnt sind wir zum Beispiel. Mal kurz gucken, wo sind wir gespawnt? Ich glaube, hier irgendwo sind wir irgendwo dann rausgekommen. Und dann haben wir gesagt, naja, wir hatten nämlich schon mal irgendwo gesehen, in diesem Boreal Forest wird dann, kommt ja quasi auch sehr viel Kupfer zum Beispiel auch vor. Das hatten wir mal auf dem Testserver zum Beispiel gesehen. Also, hier ist Boreal Forest, hier ist noch eine Wüste und vielleicht ein bisschen Glück, dass wir ja mal die wichtigsten Ressourcen vielleicht irgendwo in der Nähe haben, weil es ist ja irgendwo auch wichtig, sag mal, dass man in diesem Spiel ein bisschen effizient ist. Ja, und halt nicht irgendwie gefühlt 70 Ebenen nach unten, um sich da so ein 20er Klumpen bis da hoch in die Stufe da irgendwo zu tragen, sondern dass man sich noch irgendwelche Wege überlegt, wie kriegt man quasi auch so ein Vorkommen auch bestmöglich bis zu seiner Fabrik. Ja, mit einem Fahrstuhl. Den habe ich zum Beispiel noch nie gebaut. Ich würde auch auf den Wooden würde ich verzichten. Der schaut ein bisschen sehr spartanisch aus. Aber das große Industrieteil, das hat was. Muss ich ganz ehrlich gestehen, das hat was. Okay. Das ist 11x8 Felder groß, glaube ich. Und dann fährt der einfach nach unten, so weit wie du halt Boden drunter wegmachst. Okay. Und ich glaube, wenn du sagst 11x8, das heißt, da könnte man sogar mit einem LKW reinfahren. Da kannst du auch 4 LKWs gleichzeitig mit runterfahren. Das ist doch entspannt. Ja. Oder 3 LKWs und eine kleine Raupe. Und die Raupe vorne weg und da quasi das Zeug dann quasi an der Stelle gleich irgendwo auszuschachten. Genau. Raupe vorne weg und dann gleich schön. Warte mal. Die LKWs und wieder. Können wir gleich mal gucken, was bräuchte denn so ein Industrie-Elevator? Dafür brauchte man 30 Flachstahl, Steelgearbox, das ist aber jetzt der Standardwert, also jetzt ohne Upgrade, 20 Kupferkabel und 2 Elektromotoren. Das geht eigentlich noch halbwegs, also da habe ich schon schlimmere Sachen gesehen. Wie gesagt, der Kompaktlader da unten, das ist dein erstes Ziel, das ist zum Bergbau betreiben, zum Eisenerz abbauen. Wo ich ihn frisch hatte, bin ich das erste Mal da unten dann bei uns in die Eisenmine rein und habe binnen einer halben Stunde, ich glaube, 6000 Stück abgebaut. Okay. Und dann? Ich bin einfach nur noch durchmarschiert. Und da, wie wird das gewesen, wenn man da quasi einen LKW hinten dran hat, sag mal, kann man da quasi immer wieder abtransportieren? Oder schmeißt er das quasi einfach so links und rechts in der Gegend dann rum? Er hat ein eigenes Inventar, der Kompaktlader, der halt voll ist. Und so lange sammelt er für sich selbst auf. Und wenn er halt dann voll ist, dann gehst du ran, drückst E und sagst, von hier das Inventar in das Inventar. Einfach rüberschieben, fertig. Weil du ja dahinter einen LKW stehen hast. Ich habe ja jetzt einmal hier einen Profi hier dran. Gibt es eigentlich noch eine Funktion, dass man sagen kann, also ich kenne mit Steuerung Alt, dass man hier sagen kann, nimm bitte gleich zum Beispiel hier diese 10 Stück hier zum Beispiel auf. Die Funktion kenne ich. Gibt es eine Funktion, dass man sagen kann, nimm bitte alles von denen auf und schieb das bitte in das Lager rein? Ja, gibt es. Echt? Halt mal Alt, du hast die Alt oder Steuerung gedrückt und dann einfach Drag and Drop in ein anderes Inventar. Ne, ich drücke Steuerung, macht er nicht. Machen wir mal Alt. Ah, mit Shift. Ah. Nee, er macht normalerweise mal, genau, mit alle Sorten, siehst du, mit Shift. Mit Shift war's. Wenn du jetzt
Steuerung und Shift gleichzeitig drückst, dann nimmt er das gesamte Inventar und schiebt das in ein anderes Inventar. Ah, so kann man natürlich auch schön schnell ja, sortieren. Ich habe ja wirklich, sag mal, bis vorhin immer diesen gemacht. Weißt du, wie lange wir gebraucht haben, bis wir das raus hatten? Nee, deswegen bin ich gerade mega happy, sag mal, dass ich da so ein paar kleine Tipps und Tricks hier an der Stelle irgendwo auch mitbekommen habe. Wissen kostet nichts. Das stimmt, das stimmt. Wenn man bereit ist, es wieder herzugeben. Das auf alle Fälle. Ich sag mal, ich bin ja schon mal stolz gewesen, dass ich mir hier so ein paar Punkte ein bisschen überlegt hatte. Zum Beispiel, ich habe hier unten ja meine Erzmine. Da habe ich zum Beispiel noch ein Kahn irgendwo drin, weil ich halt damals einen Elevator und alles drum dran habe ich ja so noch nicht. Und für den Elevator kann ich dann quasi. Okay, hier ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Ding hier hinstelle, blub, mach das Ding voll, kann quasi auf die Mine Zwischenlager zugreifen, renn dann quasi hoch und kann dann von dort aus instant einfach die Sachen hier hochschieben. Ja. Ich sag mal. Genau solche Tricks haben wir auch immer benutzt. Genau, wo man dann einfach sagt, okay, zack, und hier bin ich zum Beispiel Fabrik L1, Mine Quelle. Jetzt könnte ich mit den Trick, den ich jetzt gerade eben kennengelernt habe, einfach sagen, flupp, hier rein, braucht nur noch mal hochsprinten und dort sagen, okay, die Produktion startet. Und so spart man sich auch noch ein bisschen Zeit. Das mit den Anordnungen von den Inventaren, geh mal an irgendeine Produktionsmaschine. Ja. Also ich weiß, man kann hier verschieben. Ja, genau, wenn du jetzt der produziert immer in das Oberste. Ach so. Von, egal was angeklickt ist, der produziert immer in das Oberste. Wenn du jetzt zum Beispiel Mine Zwischenlager als ganz oben hin tust und sagst, du möchtest irgendwas produzieren, dann produziert der immer in diesen, egal welcher angeklickt ist, außer er ist voll. Ja, dann nimmt er den nächsten, danach den nächsten. Und die Materialien, die er bezieht, können da weiter unten stehen und angeklickt sein. Das ist ja wurscht. Ah, so ist das. Okay. Das habe ich jetzt auch noch nicht rausgefunden. Gut. Gut zu wissen. Du musst dir halt aber bei jeder Maschine musst du dir das immer wieder neu anordnen. Und wieder. Bei jeder. Das ist halt ein bisschen aufreiben. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch bei mir, wie du sehen kannst, mal alles relativ zentral irgendwo zusammen. Ja, also quasi hier so dieses Modern, hier so quasi so die ersten und hier hinten in diesen schönen kleinen Ziegelverbau, ist immer die Stufe 2, also die T2-Geschichten oder T3, ich weiß gar nicht, ist T2 oder T3, aber egal. Deswegen sind bei mir eben auch die ganzen Lager, weil wir haben auch das, kann ich auch mal kurz zeigen, wir haben, wo man nämlich angefangen habe, die Fabrik zu planen, weil ich dachte, Mensch, ist doch eigentlich smart, wenn die ganzen Lager drunter sind. Und hier unten kann man so ein kleines bisschen erkennen. Warte mal, hier ist nämlich meine kleine, Sandmine. Und hier kann man ein bisschen erkennen, also quasi direkt unter der Mine, haben wir erstmal quasi uns nach unten gegraben und haben dann gar quasi überall Lager hingesetzt. Und genau ausgerechnet, also 5x5 und auch die Länge von der Fabrik, dass da genau 12 Lager drunter passen. Und da quasi dann Boden drüber und darauf stehen dann quasi die ganzen Produktionselemente, sodass die Lager eigentlich nicht zu sehen sind von außen. Deswegen, dass da jetzt draußen noch Lager stehen, ist eigentlich wirklich nur gedacht, ja, weil dann da der Platz teilweise auch mal ein bisschen knapp wurde. Geh mal an deinen Carpentry-Tisch, also an den vom Zimmermann. Ja, Moment. Ist im Standard nicht ein Large Lumber Pile mit drin? Das Large Lumber ist, da brauchte man, warte mal, das war hier das Ding, hier hinten. Zack, das meinst du? Genau. Habe ich einmal gebaut, hast du aber auch zu Beginn nicht gleich dabei. Das musstest du nämlich am Zimmermannstisch bauen, dafür brauchte man nämlich noch ein paar Erfahrungspunkte. Das war nämlich erst, war das hier oder wo war das gewesen? Oder da. Ich muss mal ganz kurz gucken. Nee, das war hier am Sägewerk gewesen. Am Sägewerk, richtig. Hier, genau, Large Lumber Stockpile. Das war nicht im Sägewerk, in der Sägemühle. Und die konnte man erst ein bisschen später bauen. Also wo wir die Fabrik angefangen haben zu bauen, hat man die nämlich in der Lernung nicht gehabt. Genau, da ist nämlich Lumber und Wood Tech. Eigen. Aber wie gesagt, ich habe mir
zu Anfangs, wir haben das jetzt bei uns auf dem Server so umgestellt, dass du die Sachen auch in, also alle Blöcke in Kisten legen kannst, damit wir genau dieses Phänomen umgehen, dass die Leute Lager bauen und Lager bauen und Lager bauen. Hm? Und deswegen Kisten. Weil du sparst sehr, sehr viel Platz und damit wieder sehr, sehr viel Arbeit. Was wiederum der Optik zugute kommt. Das stimmt. Aber ich hatte irgendwie festgestellt, in die Kisten kann man auch irgendwie gefühlt nicht alles reinpacken, ja? Oder? Du kannst da gar nichts reinpacken, was an Blocks oder Glas, genau. Glas geht nicht. Mag er schon nicht. Das sind dann Kohle, glaube ich, geht auch nicht rein. Und ja, wie gesagt, das kannst du allerdings bei der Erstellung von Virgin Portal, kriegst du ja so ein Tool mit quasi. Hm? Installieren für deinen eigenen Server und da kannst du dann anklicken, dass du das in Kisten packen kannst. Ah, okay, und das habt ihr quasi aktiviert. Genau. Ja, okay. Wie gesagt haben, das, egal auf welchem Server wir gespielt haben, wenn du das in Kisten packen kannst, sparst du sehr, sehr viel Platz. Hm. Ich sag mal, eine Variante wäre diese hier. Ja. Und davon einfach mehrere, weil dann hat man quasi hier zumindest den Platz und ja, im Endeffekt passt hier gefühlt die Hälfte, fast drei Viertel von so einem großen Lager hier rein. Oder nicht ganz die Hälfte. Und da könnte man da quasi mehrere versuchen hinzupacken. Das Problem ist nur, die stocken leider bei mir ab und zu mal. Also die bewegen sich auch, wenn du irgendwas reinpackst. Ja, und, oder wenn du dran rumpelst. Oder genau. Drüber springst. Ja, ich hatte es nämlich auch letztens gehabt. Ich habe nämlich auch so ein zum Dampfwagen, also das erste motorisierte Gerät hier bei mir. Und kurioserweise, warte mal, steht es noch da? Ja. Steht das jetzt irgendwie da? Geparkt hatte ich es eigentlich da drunter und gerettet habe ich es hier von dieser Ebene hier. Da, ich habe mich gewundert, wo hat es nicht das Ding versteckt? Und da ist es hier reingestockt und hat hier hinten in der Ecke gehangen. Und wenn man ja einfach so dran vorbeiläuft an diesem Riesengerät, habe ich das nie gesehen. Also, oh, ein Krampf. Ja, so ein paar kleine Bugs und ein drum dran hat das Spiel natürlich noch, aber ist schon. Wir haben auf einem Server gespielt, da hatten wir zwei oder drei so kleine Trucks und auf demselben Parkplatz, immer und immer wieder, du hast dich eingeloggt oder bist weg gewesen, kommst wieder, das Auto liegt am Dach. So, dann hast du es wieder richtig rum hingestellt, hast wieder alles gemacht, ja? Kommst am nächsten Morgen wieder, es liegt auf der Seite. Hm? Alter, willst du mich verarschen? Wir sind nicht drauf gekommen, warum, ich habe es dann einfach immer irgendwo anders hingestellt, also dann parkt halt nicht mehr auf dem Parkplatz. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob da vielleicht irgendwie dann wirklich die Hitboxen irgendwie ein bisschen doof sind. Also was mich zum Beispiel auch gewundert hat, hier unten, hier oben hängen zum Beispiel noch zwei Wegelchen. Die waren eigentlich bei mir unten in der Mine gewesen. Auf einmal waren die weg. Ich so, wo sind denn die hin? Dann renne ich hier oben lang, wo ich gepflanzt habe und auf einmal, zack, stehen die hier oben. Wo ich dachte, wollt ihr mich jetzt hier rollen? Machen die Geräte. Alles, was sich bewegt, macht sich irgendwie selbstständig in dem Spiel so ein bisschen. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Aber mein, das kann man nicht ändern. Man muss mit den Bugs vom Spiel her leben. Ja, definitiv. Aber Maddie, wie gesagt, wenn wir soweit sind, das ist in den nächsten zwei, drei Tagen, dass wir die groben Tests gemacht haben von uns und das nochmal neu aufgesetzt haben, dann lade ich dich gerne ein und dann darfst du mal reinschauen. Sehr, sehr gerne. Würde ich mich sehr drüber freuen. Wie gesagt, bei Discord schreibt es einfach an. Und ja. Dann machen wir einfach mal gemütlich einen Termin aus. Bei mir auch wieder ganz normalen Abendstunden. Muss ja auch erstmal ganz normal noch arbeiten. Deswegen, also tagsüber geht's bei mir nicht. Und nö, dann aber sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Dann können wir da gerne mal eine kleine Community-Runde, sagen wir, dann auch ein Echo machen. Und dann besuche ich mal lieben gerne euren Server und lasst mich da gerne mal. Wie sagt man so schön, alles was so mit den Gesetzen und allem drum dran so ist, da gucke ich mir immer sehr, sehr gerne an, was ihr euch da so überlegt habt und gebt da lieben gerne auch mal ein Feedback. Das Feedback bin ich gespannt. Und wie gesagt, ich melde mich die nächsten Tage noch, machen wir da einen Termin aus. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ich würde jetzt auch den Stream quasi jetzt auch beenden, weil ich habe nämlich parallel von meiner Mutti eine Nachricht bekommen. Die ist nämlich gerade in Griechenland im Urlaub und wollte jetzt gerade nochmal kurz telefonieren, bevor sie ins Bettchen gehen. Und deswegen. Weil da sind nämlich gerade, muss man auch mal sagen, Griechenland. Einerseits Erdbeben, Waldbrände und 46 Grad Hitze. Und da bin ich mal gespannt, wie es denen gerade so geht. Ja, wünsche ich dir viel Spaß mit deiner Mutti zum Telefonieren. Ja, danke, danke. Und ich bedanke mich immer ganz. Einen schönen Abend noch und
für dich natürlich auch. Ja, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Abend noch. Und cool, dass du so spontan warst und einfach sagst, Mensch, komm, lass uns mal schnacken. Finde ich cool. Immer wieder gerne. Na, vielen lieben Dank. Dann dir auch noch eine wunderschöne gute Nacht und bis die Tage dann. Bis die Tage. Ciao. Tschüss. Ja, cool. Also hat mich gerade sehr gefreut, dass der Wolle jetzt hier noch mit dabei war. Und die Einladung folge ich sehr gerne. Und meine Lieben, da könnt ihr euch wirklich so gespannt drauf sein. Wir werden auch mal den anderen Zuhörern uns dann quasi auch mal ganz gemütlich irgendwo nochmal ansehen, was die Leutchen da irgendwo gemütlich gezaubert haben. Also es klingt auf alle Fälle sehr spannend, was sie da so überlegt haben. Und gerade auch mit den Gesetzen und mit den Industriegebieten und mit den ganzen Städten. Und vielleicht kriege ich auch nochmal so ein bisschen Einblick, sag mal, welche anderen Funktionalitäten für Tipps und Tricks es noch irgendwo so gibt. Auf jeden Fall hat mir Wolle mir heute sehr geholfen mit den paar kleinen Shotguards, wo man schnell irgendwo auch die Forschung anschubsen kann oder die Werkaufträge und die ganzen Lagerverwaltungen und drum dran. An der Stelle nochmal vielen lieben Dank dafür und cool, dass du so spontan warst. Habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. So, und ich habe es gerade eben schon mal angediskutiert. Ich würde dann quasi den Stream für heute auch beenden. Wie gesagt, die Mutti wartet auf einen trinkenden Rückruf. Massewurz, an der Stelle auch vielen lieben Dank fürs Abo. Habe ich mich vielen lieben Dank dafür. Und wie gesagt, ich würde den Stream dann auch für heute auch beenden. Wenn euch das Stream gefallen hat, dann schreibt es lieben gerne in die Kommentare. Und ich würde mich natürlich auch mega über ein Abo freuen. Und ja, lasst es euch gut gehen. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne und gute Nacht. Und bis zum nächsten Tage, wenn ich dann wieder live bin. Oder ja, bis zum nächsten Tage dann. Haut rein, gute Nacht euch allen. Tschüss.